von Anfang an dachte ich, okay, nur, es geht nur um Fahrradfahren, aber doch nicht. Es ging eher um Freundschaft eigentlich. Keine bleibt alleine, egal ob eine langsamer oder schneller, bla bla, egal. Wir fahren alle von Jerez bis Barcelona. Man sitzt auf dem Rad bei gutem Wetter, bei schlechtem Wetter und es, also für mich ist es eine große Leidenschaft. Für mich ist es auch ein Gefühl von Freiheit. Man ist unterwegs, man riecht die frische Luft, gibt Gas, hat krasse Abfahrt, muss sich konzentrieren, ist fokussiert und ist raus aus dem Alltag. Super geil, das Land Spanien so zu bereisen und diese wunderbare Landschaft so kennenzulernen, auf die Art und Weise. Super nice. Meter breite Straße. Mega! Ah, die Abfahrt war ziemlich fett. Fast alle Abfahrten, einfach nur geil. Man hat gemerkt, dass jeder an seine Grenzen gegangen ist, immer mal wieder. Und da wurde sich wohl gegenseitig geholfen. Und das, finde ich, ist das Bemerkenswerte, was so eine Geschichte so, finde ich, emotional schön macht. Geteiltes Leid ist halbes Leid und geteilte Freude ist doppelte Freude. Das trifft es ganz gut. Es tat weh, es hat Spaß gemacht. Ey, aufgeplatzte Lippen, schwere Beine. Ein Gefühl wie immer auf dem Bike. Nachher explodierst du wieder eine Bombe. Bang! Am allergeilsten fand ich eigentlich, dass so viele unterschiedliche Typen aus so vielen unterschiedlichen Städten so eine geile Reise durch so ein unglaublich schönes Land gemacht haben.